Auf mein Kommando. Vorwärts. Zur Ehre Aonirs. So, die drei noch, dann die Dämonen da oben. Warum habt ihr mich gerufen? Ah, Naturmagie, okay. Ihr könnt mich nicht besiegen! Clanbrüder, zu mir! So. Warum bereit und los! Gut, damit haben wir die Hasim schon mal down. Sofort! Und los! Das heißt, wir können uns jetzt erst um die Dämonen kümmern, können dann das Tal aktivieren, können vielleicht nochmal mehr Truppen rufen, weil ich glaube, hinter dem Tor waren Untote. Da deutet ja schon die Mumie drauf hin. Deswegen ich wahrscheinlich nochmal 10 Brander gebrauchen könnte. Weil die Papierkerlchen, die brennen, glaube ich, recht gut. Ja. Also erstmal hier bis zum Djinn-Tor. Mal kurz gucken, was in der Truhe ist. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Sonnenrobe, Robe des Reichsmagiers, nochmal Donnerstahlstiefel, Urholz und oder Dienerzauber. Ja. Ich rieche Blut. Ja, vorwärts. So, dann mal hoch hier. Folgt mir. Oh, der ist Level 36. Das wird ein Spaß werden. Ihr könnt mich nicht besiegen. Was? Ihr könnt mich nicht besiegen. Nicht zurückweichen. Vor allem, ich kämpfe hier gerade gegen Dämonen mit Feuer. Clanbrüder, zu mir! Ihr könnt nicht vorbei! Ihr könnt mich nicht besiegen! Nicht zurückweichen! Tod den Feinden! Eure Versuche langweilen mich! Sollte mal versuchen durchzubrechen. Die meinen es ernst! Bevor neue Dämonen spawnen. Krieg! Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, vor dem allerdings nur noch faulte Reste übrig sind. Zeit zu sterben! Oh. Was ist sie?
Genau das, kämpft, was ich meinte. Eure Versuche langweilen mich. Ein Gegenangriff! Ja, Reste übrig sind. Der Ort wirkt verdorben und ein übler Geruch steht in der Luft. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine Mulde mit fruchtbarer Erde. Dem Baumsamen der Dryade in die Mulde einpflanzen. Aus dem Samen der Lebenseibe schießen grüne Sprösslinge hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des alten und erstrahlt in frischem Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen. Der faulige Hauch verflüchtet sich. Ihr habt den Ort gereinigt. Ja. Oh, Sensenläufer sind hier auch. Ja, riesige Gottesanbeterinnen eigentlich. Wegen der da kann ich die Kiste nicht plündern. Ernsthaft? Oder wegen den beiden? Sicherlich nicht wegen dem da unten. So, während wir den töten, großes Haupthaus. Brander wollte ich 5 Stück. Eigentlich 10 gleich. So, jetzt Zauberbeistand. Schaden, der auf das Ziel wirkt, wird auf verbündete Einheiten verteilt. Ja, supi. Abenteurerbeindinge, Funkenschild. Oh, Schlangenpanzer, der sieht schick aus. Oh, und ja, mir fällt gerade ein, da war ja was mit Twins Ring. Da. Ausdauerfähigkeit, der Rüstungsklasse ist doch nicht so toll. Stärke, Ausdauerfähigkeit, Geschicklichkeit. Stärke, Ausdauerfähigkeit, ja, Aonirs Ring, den würde ich gerne behalten. Kann ich dem nicht einem von euch geben? Genau, geben wir dir den mal. Ja. Bei Utwins Ring, dafür, dass er Level Stufe 12 ist gerade mal, ist er ziemlich stark eigentlich. Was ist? Ich fühle sie. So, noch mehr Brander. Ah ja, schön, dass wir wenigstens mal den ersten Baum hier gerettet haben. Komm, errichten wir gleich ein Holzfällerlager hier oben und halzen ihn wieder ab. Nein, den können wir nicht anwählen. So. Dann sagen wir Bario mal hallo.
Und schicken mal unsere Truppen. Ah, mögen eure Wege mit Gold bedeckt sein und eure Taten mit Ruhm vergolten werden. Ja. Die Lager sind zerstört. Eure Karawane kann nach Süden ziehen. Ich wusste, dass mein Plan gelingen würde. Gut gemacht, mein Freund. Wer sagt, dass ich euer Freund bin? Nun sputet euch, macht euren Trägern Beine. Nur Gemach. Trollträger sollte man nicht über Gebühr antreiben. Das ist schlecht fürs Inventar. Und wenn ihr wirklich wollt, dass ich dieses Tor für euch öffne, dann bleibt besser bei uns und schützt meine Träger. Die Gazeda sind nicht die einzige Gefahr hier. Achtet auf die Mumien. Sie sind mit Waffen kaum zu verletzen. Bekämpft sie am besten mit Magie, wenn ihr könnt. Feuer schadet ihnen am meisten. Ja. Oh, Stufe 36. Sehr schön. Ja, Geschicklichkeit. Ja, dadurch kann ich jetzt... das mal machen. Ja, Rache und Beistand nicht unbedingt. Oh, ihr zwei folgt mir auch wieder, das ist gut. Oh, und da kommen sie schon angerannt. Mumien, Clown-Mumie. Warum habt ihr mich gerufen? Ich nehme mal an, er nimmt den Weg hier runter dann. Nicht den hier drüben. Oh, die sind schon wieder weg, die Mumien. Weil sind die abgehauen? Oder sind die spawned? Das wäre auch möglich. Trollträger. Was sagt denn im Augenblick die Quest? Gibt der Karawane Begleitschutz auf ihrem Weg nach Süden. Barl zieht nun mit seinen Trollträgern nach Süden. Gebt ihm Geleitschutz, damit er das Tor der Djinn für euch öffnet. Versucht möglichst viele Träger durch die Wüste zu bringen. Jupp. Ah, da kommen sie schon wieder, die Mumien. Tag. Oh, wir sind zum Glück nicht so sonderlich stark. Und zum Glück scheint jedes Lebewesen auf der Welt mit diesen Toren Probleme zu haben, außer Zirkelmagier vielleicht.
Die porten sich ja hin und her, wie es ihnen beliebt. Oh, da kommt der nächste Schwall Mumien.